Yeah, 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 Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Und die Roomtour in Miami. Schöner Fliesenboden. Lampe, die nur zur Hälfte gehen. Im Bad aber auch, ne? Guck mal. Ja, im Badezimmer auch. Ansonsten gibt es ja, da auch. Hier hängt auch schon eins vor Abfallen. Oh Mann. Hier kann man die Schränke nicht aufmachen. Schubladen auch nicht. Schubladen gehen auch nicht. Was ist noch? Hier, kannst du unsere Schüssel zeigen. Ja, super. Kurz mal. Ach ja, hier. Badezimmer leckt. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall eine große, großartige 3,7 von 50. Er guckt dich genau an, Junge. Siehst du die Augen? Diese Lampe, ja. Voll creepy. Das da ist so die Nase. Ja. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip, ladies half dressed, full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rain-Gate Mountain Pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cashing your dough and flow to this fashion show, pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. So, eigentlich sind wir nach Miami geflogen, um ein bisschen Sonne zu erleben. Und was kriegen wir? Das hier. Kompletter Parkplatz ist ein Pool geworden. Die Regenrinnen halten das Wasser nicht mehr aus. Und Gewitter haben wir auch noch. Und das schon den ganzen Tag. Approximately 10 hours later.
Ja, so wie es gestern aufgehört hat, so geht es heute weiter. Das ist Miami-Vibe. Der Parkplatz wieder überfüllt. Es blitzt überall, es donnert und scheppert. Und Tornado und Überflutung möglich. Nee, da steht jetzt Dauerweg. Ach, da oben ist Tornado. Tornados in Miami, let's go. 2 hours later. Sunshine State. Biggest lie in human history. Das ist wie von SpongeBob. Der mit dem Stiefel.
kurzer Recap, warum der Trip von Miami nach Orlando zum Horrortrip wurde. An sich war die Autofahrt nicht das Problem. Es ging ruckzuck in 4 Stunden von Süden nach Nord, aber das Problem war unser Hotel. Eigentlich wollten wir in das Rose Inn International at Pointe in Orlando einchecken. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich das falsche Hotel gebucht habe. Ich habe aus Versehen das Rose Inn International near the Parks gebucht. Das liegt 25 Meilen südlich von Orlando. Das sind nochmal 45 Minuten Autofahrt gewesen und das ist dann eigentlich viel zu weit und weg vom Schuss gewesen. Ich habe also in Orlando mir einen Parkplatz gesucht, mir das Telefon gezückt und versucht umzubuchen. Hat am Ende nicht geklappt. Das heißt, wir hatten keine andere Wahl, als in das Rose Inn International near the Parks zu fahren. Wir sind also dort angekommen und stellen fest, es ist ein abgesperrtes Gelände mit einem Metalltor, wo man so nicht draufkommt. Vorne steht auch nicht Rose Inn International, sondern Sereno. Das ist einfach das Sereno Resort. Wir haben uns also dort auf den Parkplatz gestellt und wieder beim Rose Inn angerufen. Und der Mitarbeiter dort am Telefon hat gesagt, dass das Rose Inn International near the Parks gar nicht zu denen gehört und dass die Adresse auch komplett verkehrt ist. No, God! No, God, please, no! No! Er hat uns dann gesagt, dass wir eigentlich in dem Rose Inn International mitten in Orlando reserviert haben und wieder zurückfahren müssen. Wieder eine Dreiviertelstunde Fahrt extra. Und ja, das heißt, wir haben umsonst Sprit verbraucht, wir haben 1,5 Stunden Zeit vergeudet, wir haben super viel schlechte Laune bekommen dadurch. Und am Ende sind wir nicht in dem Hotel gelandet, wo wir eigentlich hin wollten. Allerdings sind wir näher dran als da, wo wir eigentlich hätten landen können. Es war eine schlimme Tortur und ja. A few moments later. Also, Roomtour von Hotel Nummer 2. Das ist der Mülleimer. Sieht auf jeden Fall vom Zimmer her deutlich besser aus, luxuriöser. Hier gehen alle Lampen. Die würde auch gehen, aber wir machen die einfach nicht an. Ja. Boah. Ja, okay, man sieht, wir waren hier. Aber ansonsten läuft. Wir haben genug Steckdosen, auch direkt am Bett. Müssen uns nicht erst hier so eine Einrichtung bauen, wie in Miami. Und was macht er sich da jetzt hier Schuss? Er gönnt sich noch. Eine Zimtschnecke mit Franzbrötchen-Geschmack. Ja. Ein bisschen Franzbrötchen zum Zuckerguss. Ja, und der Thron sieht auch deutlich angenehmer aus. Besser aus als in dem Miami, dein Miami-Bruchbude. So, jetzt wird dir sich noch ordentlich gegönnt und dann... Soll ich auch Haya-Bubu machen? Ah. I don't think so.
So, und jetzt kommt der Luxus, den wir gewartet haben, den wir verdient haben. Das ist Luxus. Ja, 1-1. So, das schmeckt doch schon viel mehr. Ja. Schauen wir hier nochmal kurz rein. Oh, das war der falsche Schalter. Nehmen wir den. Nee, das war auch der falsche. Ach, das ist richtig. Soll ich auf ästhetisch ins Bett springen gleich? Ja, auf ästhetisch. Dann machen wir auf ästhetisch. So, dann mach ich jetzt so ein Explosionsmeme rein. So, und wir schauen mal. Wir machen jetzt einen Vergleich. Daniel und Felix sind jetzt noch nicht da. Ich mache das gleiche Video nochmal, wenn sie da sind und die Koffer ausgepackt haben. Weil dann wird hier Explosion. Aber Felix kommt erst heute Abend. The next day. So, und jetzt das Nachherbild. Felix ist jetzt auch da und wir sind schon am Stacken. Digga! Und alles. Alles sieht schlimm aus. Alles sieht schlimm aus. Wie vor 6 Jahren. Mit dem Magus. Ja. Und obwohl Magus nicht da ist, sieht es hier trotzdem aus wie ein Haufen Scheiße. Ja. Und der größte Dreck hier ist Markus. In Gedanken ist er bei uns. So, das Wichtigste ist, es ist Obst im Haus. Ein seltenes Obst erscheint. Erstmal die ist einfach mal eingeteilt und die sieht doch zum Anbeißen aus, oder? Guck mal, so sieht Obst nur lieber aus. Das, so muss das. Da gibt es schon mal Obst und dann ist es verschimmelt. Hier gibt es schon mal Sliced Apples. Für die faulen Leute. Gibt es hier schon mal vorgeschnitten. Ey, das ist ja so scheiße. Und wir haben die gestern auch, guck mal, die gibt es auch im Minecraft-Style. Mit Cheese und... Mit Käse auch noch. Mit Käse und... Käse und Apfel. Gute Kombi. Komm, nicht ans Wasser. Ich muss erst noch kurz filmen, was das ist. Soll ich von unten so ein bisschen vorziehen? Ja. Ah. Du hast gar nicht auf 1 gehabt. Was heißt 1? 1 ist normal. Achso, ja doch, ja, ich habe gerade angegeben. In Deutschland wird der Alkohol hinter den Glasscheiben weggesperrt und in den USA sind es die Waffen. Ich hätte gerne einmal so ein Gewehr zum Mitnehmen, bitte. Ja, dann musst du einmal hier klingeln und dann kriegst du die. Ich hätte gerne einmal den Pumpmaster 760. Oh, der Pumpmaster ist der beste. Oder Daisy 650. Kannst du so ein Pumpmaster Haul am Ende machen? So Review. Und nebendran nehme ich noch die Gamos. Mhm. Fire, ja, und die Crossman. Ja, Hollow Point will ich noch haben. Was kostet denn? Also die Waffe. Oh, Schnapper. Es ist der Airhawk Elite 2. Es ist mit Hawk. Es ist sogar die geupgradete Version hier. Das ist die 2. Und da drunter ist auch noch ein Airhawk. Ne, das ist der Impact Max Elite. Kennst du den nicht? Das ist und hier ist die Legacy 1000. Mann. Aber am besten sind das 760 Pump Master. Mit mit ganz viel Pump, Junge. Pump. Hey, wir wollten noch den Pump Master kaufen. Den Pumpmaster. Haben wir nicht bekommen. Aber der Airhawk Elite war auch noch da. Ich reich.
für Schabbat.